Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Näh-Nerds. Herzlich willkommen zu Nastjas Näh-News im Juli 2021. Der harte Lockdown ist soweit erstmal vorbei. Die Zahlen werden immer entspannter. Aber die Mutanten sitzen uns im Nacken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hoffe aber sehr, dass die allgemeine Situation sich entspannt und entspannt bleibt. Und jetzt widmen wir uns erstmal den Näh-News, denn ich habe ganz, ganz viele tolle Sommerprodukte und Projekte für euch. Los geht es, wie immer, mit den Headlines. Die biggest News schlechthin in diesen Näh-News ist, ich habe meine allererste Kinderstoffkollektion rausgebracht. Wup, wup. Die Stoffe gibt es exklusiv bei Snapply und ich erzähle euch dazu nachher nochmal ausführlicher was. Jetzt machen wir aber erstmal mit den Schlagzeilen weiter. Was nehmen wir diesen Sommer? Es gibt super viele Sommertrends, um die es sich hier heute drehen wird. Kommen wir zu den Sommerstoffen. Es boomt weiter der Musselinstoff und der Badeanzugstoff, also Lycra. Stoffe.de hat außerdem tolle neue Sommerstoffe, die echt vielseitig sind und aus den unterschiedlichsten Materialien und Qualitäten. Das sind leichte, luftige und fließende Viskosestoffe, Seidenstoffe, Musselin- und Lochstickereien, aber auch Polyesterstoffe für zum Beispiel ein Kofferkleid. Ich verlinke euch unten mal eine ganze Sammlung an super coolen Sommerstoffen. Leinen ist natürlich auch ein großes Thema und passend zum Thema Leinen gibt es ein neues Buch aus dem Frech Verlag und zwar Leinenlux 2 von Sabine Lorenz, in dem es um nachhaltige und unkomplizierte Mode aus Leinen geht. Außerdem gibt es eine neue Tula Kids Stoffkollektion. Dabei dreht es sich um Früchte, Blumen und Regenbogen im Aquarellstil. Sie ist wirklich super schön sommerlich. Und passend dazu gibt es dann natürlich wie immer auch die Tula Basic Farben der Uni-Stoffe. Die ganzen Stoffe findet ihr bei stoffe.de. Bei Alles für Selbermacher findet ihr die Summer Vibes Stoffe mit super coolen, freshen, sommerlichen Motiven und passend dazu auch ein Siebdruck-Freebie. Und bei Alles für Selbermacher gibt es ja auch die neue Abstract Chaos Kollektion, die ich ja super, super cool finde. Einfach so bunte, abstrakte, frische Muster. Kommen wir mal zum Thema Outdoor. Outdoor-DIYs sind auch gerade hoch im Kurs. Wir fahren vielleicht nicht ganz so viel in den Urlaub dieses Jahr, machen selber was, bleiben zu Hause, Staycation oder auch sind mit dem Wohnwagen unterwegs. Ich sehe wahnsinnig viele Wohnwagen-DIYs aktuell. Bei Spoonflower findet ihr dazu auch ein paar DIY-Ideen, zum Beispiel zu den Themen Outdoor-Utensilo-Tasche nähen, Wohnwagen verschönern mit Spoonflower-Tapete und der obligatorische Fischerhut darf natürlich im Wohnwagen auch nicht fehlen. Auch bei stoffe.de läuft aktuell die Outdoor-Kampagne weiter und es geht momentan um das Thema kleine Sommerfeste feiern. Im Buche stehen hier Outdoor-Polsterstoffe und Deko-Accessoires, wie Wimpelketten, Kühltaschen und hier gibt es auch eine ganz neue Anleitung auf dem stoffe.de YouTube-Kanal, die die liebe Nine für euch gemacht hat, eine Kühltasche bzw. in dem Fall sogar ein Kühlrucksack. Ich stehe auch gerade vor einer kleinen Outdoor-DIY-Challenge. Meine Großeltern möchten ihre Terrasse im Garten etwas beschatten und hatten mich da um Hilfe gebeten. Und deswegen habe ich mir einen Markisenstoff von stoffe.de bestellt. Der ist nämlich extra für sowas da, super strapazierfähig, wasserabweisend und UV-beständig. Und das Muster ist von links und rechts gleich. Ist natürlich auch wichtig, wenn man es von beiden Seiten aussieht. Und ich werde euch hier auf jeden Fall auf Instagram mitnehmen, wenn ich dieses Projekt angehe. Außerdem habe ich bei stoffe.de ziemlich coole Liegestuhlstoffe gesehen. Die sind schon auf die Breite von so einem Liegestuhl vorgefertigt, in dem Fall 44 cm. Ihr braucht quasi nur noch die Länge und könnt damit eure Liegestühle neu einschlagen oder auch alte Liegestühle aufmöbeln. Aufmöbeln. Daher kommt das wahrscheinlich, oder? Bei Snapply ist passend zum Outdoor-Trend eine Lenkertasche fürs Kinderfahrrad bzw. fürs Laufrad online gegangen, auch sehr cute. Und ein Sommertrend, der sich auch die letzten Sommer stark hält und auch super ist für Outdoor, ist Makramee. Und wenn ihr mal Lust habt auf richtig große, impressive Makramee-Arbeiten, dann schaut euch das Buch Modern Makramee von Emily Katz aus dem Frech Verlag an. In dem Buch findet ihr alle Grundlagen, 33 richtig große, krasse Projekte und einen Haufen inspirativer Fotos, die wirklich so schön sind. Also wirklich und auch ein sehr dickes Buch. Sehr, sehr schön. Ein weiterer Trend, ne, wir hatten ja die Bademodenstoffe kurz angesprochen, sind Bikinis nähen, aber auch Unterwäsche nähen. Ganz cool, man braucht wenig Stoff, aber so richtig ist es natürlich ein Projekt, wo man erstmal denkt, oh, traue ich mich daran. Die letzten Male habe ich euch ja schon ein paar Bademodenstoffe gezeigt und diesmal habe ich ein paar Anleitungen für euch. Im Spoonflower-Blog findet ihr zum Beispiel eine Anleitung für ein Badeoutfit für Kids, eine Badehose für Kinder und einen allgemeinen Blogbeitrag zum Thema Bademodenstoffe.
Bademode nähen, Lycra-Stoffe, was muss ich beachten und so weiter. Ich nähe ja im Sommer richtig, richtig gerne die Bummies für meinen Kleinen und die kann ich mir tatsächlich auch ziemlich gut aus Lycra vorstellen und dann einfach als Badehose. Das muss ich auch auf jeden Fall nochmal probieren. Neben der Bademode ist auch Unterwäsche ein Riesenthema und bei Makerist ist das Thema Unterwäsche und Schlüppis gerade ganz groß, nämlich in der Hashtag Schlüppi-Challenge. Es gibt hier aktuell 3 Schnitte zum halben Preis und zwar den Tie-In-Slip von Bra & B, einen Soft-Bra von Yes Honey, also von der lieben Swanche. Dieser Schnitt ist sogar AR-fähig, also den könnt ihr direkt mit der Handy-App machen. Und eine Herrenunterhose bzw. Retro-Shorts von Katrini. Dazu gibt es passende Sew-Alongs auf dem Makerist Insta-Account. Außerdem werden unter dem Hashtag Schlüppi-Challenge coole Produkte verlost. Es geht hier in der Challenge einfach darum, ein positives Körpergefühl, Entschuldigung, den konnte ich nicht unterlassen, ein positives Körpergefühl zu kreieren. Jeder kann mitmachen, egal welche Größe, egal welche Farbe, egal welche Nähkenntnisse. Übrigens bei Spoonflower findet ihr auch eine kostenlose Anleitung für Periodenunterwäsche, auch ein Thema, was immer größer wird in der Näh-Community. So, weiter geht es mit den Sommer-Outfits, obwohl der Bikini ja auch schon fast dazu zählt. Der obligatorische Fischerhut darf natürlich nicht fehlen, da habe ich letzte Folge schon drüber gesprochen und Leute, ich habe es getan. Auch ich habe jetzt 2 Fischerhüte genäht. Zwar noch keinen für mich, aber 2 fürs DIY-Euchen. Einmal aus Webware und einmal sogar aus Musselin. Nach der Anleitung von Snappy. Ihr findet die Anleitung auf dem Snappy YouTube-Kanal inklusive kostenlosen Schnittmuster. Es gibt aber gerade überall Anleitungen dafür. Auch ein absolutes Muss für den Sommer ist ein Musselintuch. Auch ich habe mir gerade eins genäht und habe das erste Mal mit einem Rollsaum mit Bauschgarn gearbeitet und auf dem Snappy YouTube-Kanal findet ihr dazu eine coole Anleitung von Lalilly und sie zeigt euch einmal, wie das Ganze mit der Overlock funktioniert und auch einmal mit der normalen Nähmaschine. Und wie letztes Mal gesagt, ein weiteres wichtiges Sommer-Näh-Gadget in diesem Sommer 2021 ist die Impfpasshülle, aber auch mittlerweile wieder die Reisepasshülle, gegebenenfalls sogar kombiniert. Hier empfiehlt Makerist den coolen Schnitt von Lalilly Herzilein, eben schon genannt, mit vielen Möglichkeiten, Kleinkram unterzubringen, eben auch den Reisepass und gegebenenfalls auch den Impfpass. Außerdem findet ihr auf dem Snappy YouTube-Kanal ein Reiseetui von Handmade by Annie, auch mega praktisch. Kommen wir zum Thema Events. Erstmal haben wir ein Geburtstagskind. Makerist wurde gerade 8 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Dann, es ist EM, habe ich vom letzten Mal total vergessen zu erwähnen und jetzt sind wir schon raus. Na gut, also brauchst auch keine Erwähnung. Ist ehrlich gesagt auch in meiner DIY-Bubble kaum aufgepoppt dieses Jahr. Es gab wenig Fußball-DIYs. Es ist Pride Month und hier ging letzten Monat bei mir durch den Instagram-Kanal Regenbogenfarben ohne Ende, auch im Hinblick auf das Ungarn-Gesetz. Ich meine, der Regenbogen selber hat ja schon sehr lange Hochkultur, aber der wurde jetzt nochmal richtig ausgepackt und es gab unglaublich viele Posts zum Thema Regenbogen, neue Regenbogenstoffe und. Ich finde es cool, dass in unserer Szene so viel Toleranz und Liebe vorherrscht. Wie gesagt, mein Instagram war voll von Regenbogenfarben und das ist auch gut so. Es sind Sommerferien. Yay! Für mich ändert sich nicht so viel, für viele von euch wahrscheinlich schon. Ein richtiges Event gibt es beim Frech Verlag und zwar die Workshops der Top Academy. Per Livestream gibt es hier DIY-Workshops mit den AutorInnen, wie AutorInnen des Frechverlags. Die kann man einfach zu Hause mitmachen und dabei bekommt ihr das komplette Material, was ihr braucht, vorher zugeschickt. Das könnt ihr natürlich auch zusammen mit Freunden oder mit der Familie zu Hause machen oder ihr könnt spezielle Workshops direkt für bestimmte Ereignisse buchen, für Junggesellenabschiede oder Betriebsfeiern. Dabei ist natürlich der Dauerbrenner Handlettering, aber auch saisonale Themen wie zum Beispiel Makramee oder auch Kinderbeschäftigung in den Sommerferien. Ist übrigens auch im Urlaub eine super Sache, wenn man sich gut vorbereitet hat, für die Ferienwohnung an der Ostsee, wenn es mal regnet, so einen Kreativworkshop zu machen. Gegebenenfalls mit den Kids. Aktuell gibt es auf die Workshops noch Frühbucherrabatt, deswegen schaut da mal vorbei. Ich nehme das jetzt einfach mal in die Events, auch wenn es vielleicht eher in die Deals zählt. Es gibt die Cricut Plotter aktuell bei einigen Händlern eine ganze Ecke preisgünstiger. Mit dabei sind zum Beispiel Stoffe.de, aber auch Snapply. Schaut da unbedingt vorbei, wenn ihr überlegt, euch den Cricut Maker zu holen. Oder ähnliche Maschinen, dann lohnt sich. Weiter geht es mit den Szene-News. Bei Alles für Selbermacher findet ihr jetzt süße Stoffposter und zwar eigentlich zu jedem Anlass. Die meisten davon sind sogar individualisierbar, das heißt, ihr könnt hier sogar einen Namen draufdrucken lassen. Das Ganze gibt es in A4, A3 und A2 und ihr könnt wählen, ob ihr das mit oder ohne Posterleisten haben wollt. Es gibt hier welche fürs Kinderzimmer, zum Thema Einschulung, fürs Nähzimmer oder auch einfach
ganz allgemein für die Wohnung als Wohnaccessoire. Bei Spoonflower gibt es zwei neue Stoffarten im Sortiment, und zwar matter Samt und Synthetikleinen. Ich habe mir hier zwei Muster bestellt, die ich extrem cool finde, zum Beispiel um so alte Stühle neu zu beziehen. Unten verlinke ich euch außerdem ein paar Nähideen zum Thema Polsterstoffe. Ein cooles Projekt dafür sind auch Spielmatten für Kinder. Da gibt es bei Spoonflower echt so unglaublich schöne Designs. Um ganz ehrlich zu sein, ich sitze auch seit Ewigkeiten, also ich glaube seit der Schwangerschaft, an einer Spielmatte, die ich für den Kleinen designen wollte. Ich bin einfach nicht fertig geworden. Und jetzt, wo ich die sehe, denke ich mir, kann auch einfach die nehmen. Also vielleicht bekommt ihr irgendwann von mir auch nochmal so ein Spielmattendesign, aber ich bezweifle es gerade. Ich habe hier auf jeden Fall zwei Versionen bestellt, die mega schön sind. Und das Ganze einmal als Samt und einmal aus recycelten Canvas. Ich hatte euch im Bericht von der letzten H&H 2021 ja die super süßen Panierstoffe vorgestellt von Käselotti zu den Tierbeuteln. Und da habe ich jetzt die ersten gespottet. Ihr könnt sie jetzt kaufen. Verlinke ich euch natürlich, wie auch alles andere, heute hier unten in der Infobox. Bei der I Am Who I Am Kampagne von Stoffe.de geht es darum, mutig zu sein, zu sich selber zu stehen, seinen eigenen Stil, seinen eigenen Look zu fühlen und auch mal Ausgefallenes zu wagen mit kräftigen, bunten Farben, starken Kontrasten und futuristischen Mustern. Bei Snappy gibt es den neuen Biostoff Georg als Sommersweat, Jersey und Bündchen in Unifarben, wobei die Farben aber untereinander perfekt aufeinander angepasst sind. Das heißt, ihr könnt den passenden Sommersweat zum Jersey, zum Bündchen kaufen. Nachhaltigkeit, Slow Fashion, Upcycling sind ja immer noch sehr, sehr große Themen und kommen auch immer mehr in der DIY-Welt an und werden hier immer mehr gelebt. Und ich hatte euch hier ja Anfang des Jahres das Buch von How to Slay Omas Kleiderschrank vorgestellt. Jetzt ist es mittlerweile erschienen und ich habe mir ein Belegexemplar gesichert. Das ist mega cool gemacht. Schaut bei Kati auf jeden Fall auch auf dem YouTube-Kanal vorbei. Dort zeigt sie euch nämlich mega coole Ideen, was man aus alten Kleidungsstücken Cooles machen kann. Und im Buch findet ihr dazu auch nochmal ganz, ganz viele tolle Ideen. Bei Alles für Selbermacher gibt es auch was Cooles im Bereich DIY, und zwar Kerzentattoos. Auch was ich so noch nie gesehen habe. Funktioniert letztendlich wie ein normales Tattoo, wie die früher aus dem Kaugummi. Also es sind auf Folie drauf, ihr löst das mit Wasser und gebt das dann auf die Kerze drauf und könnt so Kerzen individualisieren. Mega cooles Geschenk. Es gibt hier ganz viele Varianten, vor allem im Bereich beste Erzieherin, beste Lehrerin, also wenn es jetzt in die Sommerferien geht. Aber auch ganz, ganz viele andere Themen. Ihr könnt sie auch individualisieren, also euren eigenen Namen darauf drucken lassen. Richtig cool. Also ich finde es eine mega coole Idee. Das kann man natürlich auch wunderbar mit dem Kerzen-Dip-Trend kombinieren und da richtig schöne Ombre-Kerzen individuell betatuieren. Tätowieren heißt das. Auf geht's zum Stoff des Monats. Tja, was habe ich am Anfang des Monats gesagt? Ich habe meine erste eigene Stoffkollektion rausgebracht, die es als Metaware gibt. Meine erste Kinderstoffkollektion. Das Ganze gibt es exklusiv bei Snappy und es sind vier coole Designs. Also es gibt zwei Stoffhauptdesigns. Das eine ist Ottos Pool Party. Hier ist ein kleiner Otter oder mehrere kleine Otter, die einfach eine gute Zeit im Pool haben. Auf der Luftmatratze, im Schwimmreifen, mit Schnorchelbrille. Dann gibt es noch eine Ente, das ist Otto, und ein Fisch. Passend dazu gibt es einen Kombistoff in Streifen und hier sind auch nochmal Fisch und Ente wieder aufgegriffen. Daraus habe ich eine richtig coole Sommerkombi genäht für den Kleinen und die Stoffe kommen extrem gut bei euch an. Beiden Designs heißen Pingonaut und Cosmofant und hier haben sich die besten Freunde Pinguin und Elefant irgendwie in den Weltraum verirrt. Wie es dazu kam, müsst ihr euch selber ausdenken, aber ich glaube, sie haben eine verdammt gute Zeit. Ich mag die Designs wirklich sehr und es gibt einen passenden Kombistoff dazu mit wilden Sternmuster, Regenbogen und so weiter. Daraus habe ich eine Leggings genäht mit passendem Hoodie und nochmal ein Sommer-Jersey-Hut. Ich habe ein paar Blogger-Sendouts fertig gemacht, das Ganze an Bloggerfreunde geschickt und hier extra noch Postkarten und Sticker anfertigen lassen. Super limitiert, die gibt es ja nicht zu kaufen, die gibt es nur zu gewinnen. Also schaut mal bei so ein paar Nefluencern vorbei, die das vielleicht verlosen. Oder wartet hier heute bis zur Verlosung. Da könnten vielleicht auch welche dabei sein. Die Stoffe gibt es, wie gesagt, exklusiv bei Snappy. Alle Stoffe gibt es als Jersey. Und die Pingonaut- und Cosmofanten-Stoffe gibt es zusätzlich noch als Sommersweat. Nähgadget des Monats. Nähgadget des Monats sind heute Knöpfe. Mit dem gewissen Extra. Das sind nämlich Stickknöpfe von der lieben Franziska von Langehand. Die Knöpfe gibt es in Holz und in Kunstharz, in verschiedenen Größen und Motiven. Und die Motive sind der Clou. Die Knöpfe haben nämlich nicht diese typischen zwei oder vier Löcher, sondern sie haben mehrere Löcher, die ihr besticken könnt. Und dadurch entsteht ein Muster. Es gibt Regenbogen, Schiffchen,
Anker und auch einen Holzknopf als Wal. Das Ganze macht sie natürlich super süß an Kinderkleidung, zum Beispiel bei Latzhosen oder auch einfach so als quasi Applikation, als Hingucker. Aber ich kann mir das auch ziemlich gut an Täschchen oder auch an Erwachsenenkleidung vorstellen. Warum nicht? Auch an Häkel- und Strickprojekten, da sieht das auch mega niedlich aus. Die Knöpfe werden komplett in Österreich produziert, bei einem Familienunternehmen, das schon über 100 Jahre macht und auf Knöpfe spezialisiert ist. Die Holzknöpfe sind aus Olivenholz aus Italien und die Kunstharzknöpfe sind aus Polyesterharzplatten und Ökotex 100 zertifiziert. Die Knöpfe aus Kunststoff sind waschbar und eignen sich deswegen besonders gut für die Kinderkleidung. Die Holzknöpfe könnten aufquellen. Eine Handwäsche überstehen die schon mal, aber sonst, wenn ihr Projekte machen wollt, die ihr viel waschen müsst, lieber zu den Kunststoffknöpfen greifen. Schnitt des Monats. Schnitt des Monats ist der Romper von Liebstes. Den habe ich diesen Monat mehrfach genäht und zwar zweimal aus Jersey mit super süßen Stoffen vom normalen Handelsvertrieb. Da kommen wir gleich noch zu. Und ich habe mir noch zwei Varianten aus Musselin genäht. Das geht nämlich hier auch wunderbar und ich finde das gerade bei den heißen Temperaturen immer eine besonders luftige, atmungsaktive Variante. Mein Kleiner hatte letztes Jahr schon einige davon als Musselin und die sind einfach Gold wert, wenn es so richtig heiß ist. Oldie but Goldie. Oldie but Goldie ist der Soline Stoffklebestift, beziehungsweise gibt es auch eine Variante von Prim, die habe ich noch nie ausprobiert, aber ist im Prinzip das gleiche, nur in einer anderen Farbe. Das ist ein temporärer Klebestift, mit dem ihr zum Beispiel Nahtzugaben festkleben könnt. Ich nutze das super gern bei Reißverschlusseinfassungen und der klebt die Nadel nicht dran und der Kleber löst sich aber auch wieder nach dem Waschen. Also es ist keine permanente Fixierung, es ist nur eine Zwischendurchfixierung, wo Stecken vielleicht schwierig ist an frickeligen Stellen. Ich nutze ihn immer wieder sehr, sehr gerne. Stoffshop des Monats. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, der Stoffshop Neumanns Handelsvertrieb bzw. auf Instagram unter NH Stoffe. Dahinter steckt liebe Olympia und ich habe sie neulich schon auf Instagram vorgestellt und eben diese beiden süßen Romper daraus genäht und noch zwei Bummies sind mir von der Nadel gehüpft. Bei ihr ist es so, dass die ganze Familie im Stoffbusiness ist und sie hat unter anderem eben auch die Kinderstoffe. Dort findet ihr auch wunderschöne Eigenproduktionen und ich hatte hier den Waschbären und den Bohubären vernäht. Ihr findet aber auch ganz viele weitere wirklich sehr, sehr schöne Stoffdesigns dort. Es lohnt sich, da mal zu gucken. Außerdem findet ihr dort die farblich passenden Uni-Stoffe, also Jersey, Sommersweat und XL-Böhnchen. Die liegen dann besonders breit. Ich habe mich hier vor allem wirklich in die klassischen Kinder-Jerseys, Muster-Jerseys verliebt. Es gibt hier aber noch so viel mehr zu entdecken und ja, wartet auf jeden Fall auf die Rabattkategorie. Video des Monats. Video des Monats ist der Badeponcho, den ich ganz am Anfang des Monats gepostet hatte. Den habe ich einmal aus Musselin genäht und einmal aus Frotte. Er ist mega praktisch. Wir nutzen ihn die ganze Zeit und es kam super bei euch an. Es wurde ganz oft schon nachgenäht. Die Anleitung findet ihr bei mir auf YouTube und kostenlos im Snaply-Magazin. Privates und DIY-Eule-News. So, was war diesen Monat los? Ich habe in Kooperation mit Cricut und Idee Kreativ 3 Plotter-Anleitungen für kleine Täschchen gemacht. Da sind auch mega coole Projekte rausgekommen. Ich habe also mit dem Plotter Snap-Hab zugeschnitten, Kunstleder zugeschnitten und Korkstoff zugeschnitten. Die Schnitte sind alle kostenlos und ich habe sie euch aber auch nochmal als PDF fertig gemacht. Außerdem habe ich an einer DIY-Blog-Parade teilgenommen, wo es um das Thema Ordnung im Bastelzimmer geht. Und ich habe nochmal einen Blogbeitrag ausführlich geschrieben zum Thema Stoffe sortieren, wie ich das seit Jahren mache mit diesen Pappen. Das ist wirklich wunderbar. Im Blogbeitrag findet ihr aber auch noch die Beiträge von den ganzen anderen BloggerInnen verlinkt, wo auch nochmal richtig viele coole, kreative Ideen zum Thema Ordnung im Nähzimmer dabei sind. Dann waren wir mit dem Kleinen im Tierpark und ich habe 3 Bilder gemalt von Tieren mit den Edding Acrylmarkern. Ich habe auch ewig nicht mehr gemalt. Das hat auch sehr großen Spaß gemacht. In Nass der Stoffkunde drehte sich letzten Monat alles um das Thema Fließeinlagen. Auch ein sehr, sehr ausführliches Thema, aber das Thema ist auch einfach sehr umfassend. Dann gab es einen Vlog zu meiner Stoffkollektion. Das ist auch sehr, sehr gut bei euch angekommen. Da habe ich euch auch nochmal gezeigt, wie das Ganze entstanden ist, wie lange das dauert, wieso der Prozess ist. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Dann habe ich 3 Projekte umgesetzt in einem Video, die ich schon ewig auf der Liste hatte. Und zwar 3 eigentlich sehr einfache Projekte. Eine Windmühle, dann habe ich Gummistiefel bemalt und ich habe Garderobenhaken für den Kleinen gemacht. Die sind echt sehr niedlich geworden. Was kommt im nächsten Monat? Also, wir haben eine richtig coole Rucksackanleitung vor uns. Zeige ich euch den jetzt? Ich zeige euch schon mal so ein bisschen was. Kommt am Dienstag. Wird richtig gut. Es wird ein Video geben zum Thema Infusible Ink. Da habe ich euch auch auf Instagram schon einiges gezeigt. Dann habe ich das Thema Makramee auch mal für mich geplant. Und ansonsten sind sogar noch Themen offen. Endlich mal wieder ein bisschen Luft im Produktionsplan. Mal gucken, da fällt mir aber auf jeden Fall auch noch was Kreatives für euch ein. Die Liste ist lang an Ideen. Jetzt kommen wir zu den Rabattcodes, zu den Deals. Bei Makeris bekommt ihr 10% Rabatt auf
Anleitung, Materialien und Videokurse. Bei Macros gibt es jetzt auch ganz, ganz viele Materialien, also schaut da unbedingt vorbei. Bei Spoonflower bekommt ihr, wenn ihr unten über den Link geht, 15% Rabatt, wenn ihr euch beim Newsletter anmeldet. Beim Stoffshop Neumanns Handelsvertrieb bekommt ihr 12% auf das komplette Sortiment bis zum 10. Juli. Außerdem habe ich heute wieder einen Rabattcode von Twistshake für euch. Kennt ihr bestimmt auch noch, habe ich ja schon ein paar Mal vorgestellt, kommt immer gut an bei euch. Und zwar sind das die Clickmats, die ich hier habe für den Kleinen, die man auf dem Tisch festmachen kann. Gibt es in zwei Größen, einmal für den Hochstuhl und einmal für den großen Esstisch. Und dann verschiedene Geschirrteile dazu, kleine Tellerchen, Tellerchen mit Unterteilung und Schüsselchen, die ihr darauf festdrehen könnt und dann fliegt das Ganze eben nicht umher. Und es gibt auch noch die passenden Deckel dazu, dann könnt ihr das, wenn es nicht aufgegessen wurde, in den Kühlschrank packen und ihr könnt es auch stapeln, mega praktisch. Außerdem gibt es hier noch viel mehr, schaut mal bei der Webseite vorbei. Und hier gibt es 55% auf die regulären Preise auf das komplette Sortiment. Bei Snaply bekommt ihr 10% Rabatt, also auch auf meine Stoffkollektion, bis zum 7. Juli. Bei von Langehand bekommt ihr 20% Rabatt auf eure nächste Knopfbestellung und zwar bis Ende des Jahres. Außerdem gilt mein Code für den Pilot Online Shop weiterhin bis zum 13.07. Den hatte ich euch ja bereits im entsprechenden Video vorgestellt. Alle Infos, Limitations, Rabattcodes und Laufzeiten zu den Deals heute findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und last but not least die Verlosung. So, jetzt mal die Kamera alle. Letzte Kategorie. Ich verlose wieder drei große Pakete und im ersten Paket befindet sich ein Spoonflower Playmat Stoff und die beiden neuen Spoonflower Polsterstoffe. Außerdem eine große Auswahl an Sommerstoffen von Stoffe.de und ein Online-Workshop eurer Wahl in der Top Academy vom Frech Verlag. Außerdem befinden sich darin ein paar Knöpfe von Langehand, das Buch Leinen Lux 2 und ich gebe heute mal wieder mein DIY-Eule Babybuch mit rein, signiert und ein DIY-Eule Stoffpaket aus meinen neuen Stoffen plus Postkarte plus Sticker. Im Paket 2, wow, die Pakete sind heute wieder prall gefüllt, hier befindet sich ein wunderschönes Stoffpaket vom Neumanns Handelsvertrieb. Außerdem ein Stoffposter und Kerzentattoos von Alles für Selbermacher. Das Makramee-Buch vom Frech Verlag. Knöpfe von Langehand. Ein DIY-Eule-Buch. DIY-Eule-Stoffe inklusive Postkarte und Sticker. Im dritten Paket befindet sich ein großes Tula-Stoffe-Paket, exklusiv von Stoffe.de. Dann ein Liegestuhlstoff, ebenfalls von Stoffe.de. Und ein Alles für Selbermacher Abstract Chaos-Stoff. Dazu Knöpfe von Langehand, das Buch How to Style Omas Kleiderschrank vom Frech Verlag, das DIY-Eule-Buch und auch hier wieder DIY-Eule-Stoffe, Postkarte und Sticker. Alles, was ihr tun müsst heute, ist wie immer, schreibt mir hier auf YouTube in die Kommentare, welche News, welches Produkt, welche Info euch aus dem heutigen Video am besten gefallen hat und welches der drei Pakete ihr gewinnen wollt. Und Zeit habt ihr wie immer 3 Tage. Alle Infos zur Verlosung findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. So, dann hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen, inspiriert und ich wünsche euch einen wunderschönen Juli. Wir sehen uns hier wieder am 1. August. Am 1. Sonntag jeden Monat gibt es Nastjas Ninus. Bis dahin, behabt euch wohl. Guten Abend, Tag, meine Damen und Herren, liebe Nerds. Muah.